Moin und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Sehr cool, dass du mit dabei bist. In dieser YouTube-Folge wird es um ein YouTube-Video über mich gehen. Denn ein großer YouTuber hat ein YouTube-Video über mich, über meine Person, über meine Entscheidungen zum Studium, aber auch über Allmann-Style gedreht. Und vielleicht kennst du diesen großen YouTuber. Er heißt Tonverändert und hat 615.000 Follower oder Abonnenten auf YouTube. Ganz schön großer Influencer. Der wurde auf mich aufmerksam und hat ein Video zu mir gedreht. Und das Problem an diesem Video ist, er bleibt manchmal nicht ganz bei der Wahrheit. Beziehungsweise er nimmt es wissentlich oder unwissentlich, ich weiß es nicht, mit der Wahrheit nicht so genau. Und wir schauen uns dieses YouTube-Video mal an und ich werde reagieren auf das, was er sagt. Und ich würde vorschlagen, ich mache mir kurz noch ein Getränk und dann geht's los. Schauen wir rein. Entweder Lasse hat wirklich Geldprobleme, er muss um jeden Preis jetzt Asche machen, oder plant den krankesten Social-Media-Exit, den wir je gesehen haben. Ihr fragt euch bestimmt, warum steht hier ein Farbeimer? Mir ist kleines Malörchen passiert. Ey Bro, gar kein Stress. Nein, wirklich, Mann. Ey, hol hier ein Getränk, Bruder, damit du nicht verdurstest, Mann. Trink richtig viel auf der Arbeit. Trink richtig viel, wenn du Videos schneidest. Was sie dir aber nicht gesagt haben, wenn du das Ding hier hinstellst und das Mikrofon hier wegschiebst, dass hier einfach alles... Oh, Blätt, meine Mutter bringt mich um, Digga. Spoiler, meine Mutter hat mich... Also ich muss jetzt schon sagen, ich glaube, die Videos von Tonverändert und auch das Video treffen nicht alle so meinen Humor. Aber darum soll es ja auch gar nicht gehen, sondern ich will gleich wirklich auf die Szenen eingehen, wo er mich thematisiert, angreift, keine Ahnung. Wo er mich anspricht, ich glaube, ansprechen ist ein gutes Wort. Wir schauen mal weiter rein. Ich nicht umgebracht, meine Mutter hat es gar nicht gecheckt, Digga, weil ich einfach wie ein Weltmeister, wirklich, ich bin Maler. Meine Damen und Herren, meine Haare sind heute nicht gemacht, aber das hat einen Grund, weil in dem heutigen Video geht es um eine Person, die ebenfalls ihre Haare macht, und zwar um den weltberüchtigten Großunternehmer, Visionär und Co-Founder von Allmann-Style, Lasse Abin. Ich musste tatsächlich kurz ein bisschen schmunzeln, aber um ehrlich zu sein, ich mache jeden Morgen meine Haare. Interessant, ich wusste gar nicht, dass er in meinem Badezimmer steht und das beobachtet. Das ist ein bisschen gruselig, schon der Gedanke, ne? Dass er weiß, ob ich meine Haare mache oder nicht. Aber eigentlich, wenn er neben mir stehen würde, dann würde er ja wissen, dass ich meine Haare immer mache. Egal, wir schauen mal weiter rein. Ich bin ja laut ihm Großunternehmer, Visionär. Ich weiß, da ist eine riesige Packung Ironie drin. Wir wollen aber einfach mal weiterschauen. Am 12.11. ist es endlich soweit. Endlich, Digga. Es ist endlich soweit. Was passiert da? Wir von Allmann Style werden unseren ersten Drop machen. Geil, Digga. Wirklich Merch von Lasse Abi. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Ey, und versteht mich nicht falsch. Merch ist eigentlich eine echt geile Sache. Und ich finde Merch auch wirklich sehr cool, wenn es einfach so ein kleines Motiv hier oder so ein kleines Motiv da ist. Aber Lasse Abi scheißt halt komplett rein. Oder das sieht einfach aus wie bei der Polizei. Die Polizei trägt doch... Ich finde den Vergleich ganz interessant, dass es aussieht wie bei der Polizei. Finde ich halt also überhaupt nicht, weil Lasse Abi und Polizei ist halt ein komplett unterschiedlicher Schriftzug. Aber ich glaube, ich weiß, was er meint. Quasi einfach dieses Plakative und Große. Lasse Abi. Wir gucken mal weiter rein. Wir gucken weiter rein. So was. Und ich ziehe den jetzt einmal für dich an. Oh, Scheiße! Nee. Aber das ist ja nur ein Motiv, oder? Was gibt's denn noch? Ein klischeehafter Deutscher, der Birkenstocks besitzt, regelmäßig die Tagesschau konsumiert und eine Pauschalreise nach Mallorca nicht ablehnt. Siehe auch. Ich wette mit euch um 10 Euro, dieses Motiv wird ihm besonders gut gefallen, oder? Mal schauen, wir gucken rein, was er dazu sagt. Kartoffeln, Haftpflicht, Versicherung. Nein, Bro. Sieht richtig gut. Also, ich bin jetzt gespannt, was er gleich sagt. Es sieht richtig und dann kommt safe gut. Aber die Musik muss man ihm lassen, die war echt ganz lustig. Gut aus. Und am 12.11. ist der Drop in unserem Shop. Allmann Style. Boah, diese Musik, Digga, auch wirklich. Da fängt gleich ein Dubstep an und der promotet da sein Merch. Alright, guys. Hello. Today we're gonna code a little bit in the C++. Ich guck in die Kommentare, Digga. Oh Mann, Goofy. Enteignet Lasse ASAP. Bro,
Die hassen den Scheiß. Ey, Lasse, guck mal, wirklich, ich finde dich als Person eigentlich richtig lustig. Ich finde wirklich deine Videos auch echt unterhaltsam. Und manchmal machst du irgendwelche Moves, Digga, wo ich einfach nur zu Hause sitze und lachen muss. Und ey, ich will deine Marke gar nicht schlecht reden. Wirklich, ich find's geil, Digga, dass du irgendwas auf die Beine bringst, dass du an einem Projekt beteiligt bist und dass du dich einfach mal versuchst, ja, dass du irgendwas probierst, dass du was machst. Ja, aber Lasse, Abi, Bruder, Junge, das ist ein richtig geiles Ding, Alter. Ganz ehrlich, Digga, wie geil wäre es, wenn ihr einfach draußen so rumlaufen würdet? Yeah! Heute droppen wir von Alman Style unsere Produkte. Okay. Mit dem ersten Motiv fangen wir an. Ich finde, das ist schon richtig cool. Das ist so ein typischer Alman-Spruch. Okay, ja. Hier steht drauf, Übung macht den Meister. Boah, ich muss mich hinsetzen, Digga. Was geht, Bro? Übung macht den Meister, oder? Ich bin nicht dein Bro. Ich bin 24, Tim. Alle die Partys. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet mit dem Schnitt von 24 Tim. Also interessante Videogestaltung auf jeden Fall. Um jetzt mal so ganz ernsthaft darauf eingehen zu können, auch wenn mir das schwerfällt, weil das Video ist natürlich voller Ironie, Sarkasmus und so weiter und das soll mich halt so ein bisschen durch den Kakao ziehen. Aber ich finde, Übung macht den Meister ist halt so ein typisch deutscher Spruch. Also ich habe diesen Spruch for real so oft schon gehört und ich habe halt niemals, oder ich würde nicht auf die Idee kommen zu sagen so, ja, Übung macht den Meister, hahaha, wie lustig. Nein, sondern es ist einfach ein typisch deutscher Spruch und das sollte, oder war ja so die anfängliche Idee von Alman Style, um es kurz zu erklären, dass wir einfach typisch deutsche Sprüche, wie zum Beispiel Übung macht den Meister oder wer zuerst kommt, der malt zuerst, irgendwie solche Sachen halt auf Kleidungsstücke bringen. Okay, wir schauen weiter rein. Werden dieses Motiv lieben? Also was ich mir jetzt so darunter vorgestellt habe, unter alle, die Partys lieben, und was er sich wahrscheinlich vorstellt, unter alle, die Partys lieben. Atemlos durch die Nacht. Ne, jetzt aber mal Real Talk, wirklich, das Motiv, ich brauche Vitamin B, Bier, finde ich actually eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich finde das wirklich geil, weil ich habe da einen, der wird das direkt kaufen. Der wird das wirklich direkt kaufen. Lasse Abi halt hinten drauf ist. Ja, Bruder, da kann ich dir keinen aufzählen. Doch einen. Mich selber, Bruder, ich würd's holen. Nee, wirklich geiles Motiv. Das freut mich sehr, dass du dir das holen wirst, lieber Ton verändert. Freut mich, Lasse Abi in deinen nächsten Videos zu sehen. Bin gespannt wie ein, wie heißt das, wie ein Flitzebogen oder so. Ich glaube, irgendwie so geht das Sprichwort. Wenn es falsch war, schreibt es gerne in die Kommentare, wie es richtig heißt, also der Spruch. Und kleiner Spoiler aus unserer Brand, aus Alman Style. Das meistgekaufte Produkt ist aktuell das T-Shirt mit dem Logo Lasse Abi hinten drauf. Also, er hat sich ein bisschen verschätzt. Wir gucken weiter. Was muss man machen, um so ein derartig geiles Motiv irgendwie zu vermarkten? Genau, man muss Produktbilder machen. Und Lasse hat sich nicht lumpen lassen und hat die geilsten Produktbilder auf den Markt gebracht. Bevor wir uns jetzt die Produktbilder anschauen, gibt es für mich erstmal einen Snack, denn das Ganze soll ja auch gemütlich sein. Okay, ich würde sagen, es geht weiter, lieber Ton verändert. Ich bin bereit für die Produktbilder. Ja, man sieht einfach selbst. Nee, also wirklich bei diesem Bild hier. Nee, also wirklich, Digga, ich bin überzeugt. Diese perfekte Helligkeit, dieses Spiel aus Helligkeit, Sättigung und diesem Schatten, das hat mich einfach überzeugt, dieses Produkt zu kaufen. Guck dir mal das andere an. Lasse Abi Hoodie weiß. Oder hast du das in der Nacht aufgenommen? Naja, Lasse Abi und seine geile. Fun Fact, also wir haben es tatsächlich am Abend aufgenommen und man muss halt dazu sagen, also zu meiner Verteidigung, zu unserer Verteidigung, es ist unsere allererste Marke gewesen, die wir rausgebracht haben und nein, es wird nicht die letzte sein. Liebe Hater, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, da ist noch einiges in Planung und wird in den nächsten Jahren auch noch einiges kommen, aber tatsächlich bei den Produktbildern, da hast du völlig recht, da ist noch Luft nach oben. Zwar nur so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mehr. Kollektion, wirklich, ich will ja eigentlich nichts dazu sagen und ich wünsche dir richtig viel Glück mit der Kollektion, aber Lasse Abi hat ein Problem, ja? Lasse Abi macht Social Media, Lasse Abi studiert und Lasse Abi macht Lasse Abi Kollektion. Er hat ein Problem und zwar, er ist überfordert. Wenn es so weitergeht, dann ganz ehrlich, gib mir 3 Monate und ich habe einen Burnout. Was machst denn du? Machst du so viel, dass du bald einen Burnout kriegst? Dieses Video habe ich an einem Abend gedreht, wo ich echt richtig fix und fertig war, denn zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hochgeladen habe, hatte ich einen sehr, sehr vollen Alltag und ich war in einer richtigen Umstellungsphase von so 60-70% auf einmal auf 100%, weil ich aus meinem Gap Year gekommen bin und das alles hat mich tatsächlich schon ein bisschen überfordert und die Punkte, die ich gleich nennen werde, der einzelne Punkt,
einmal Insta-DMs beantworten oder zur Uni fahren. Natürlich belastet mich das nicht so stark, aber die Gesamtheit und die Komplexität der ganzen Sachen, die hat mich sehr belastet. Keine Ahnung, ob ich wirklich einen Burnout bekommen hätte. Burnout stand für mich in diesem Zusammenhang in dem Video einfach für so einen Begriff. Das kennst du vielleicht selbst auch. Wenn man wirklich fix und fertig ist, dann sagt man, boah, ich bekomme gleich einen Burnout. Wir gucken mal rein, was er jetzt dazu sagt. Bin sehr gespannt. Ich habe so ein bisschen die leichte Vorahnung, dass er das sehr aus dem Kontext greift. Ich stehe morgens auf und das Erste, was ich mache, ist eigentlich Insta-DMs beantworten. Bruder. Ja, nee, Bruder, wegen Instagram-DMs beantworten würde ich auf jeden Fall auch einen Burnout. Wie ich schon vermutet habe, total aus dem Kontext gegriffen. Es ist natürlich völlig logisch, dass ich nicht aufgrund von Insta-DMs einen Burnout bekomme. Für ihn bietet sich das natürlich leicht an, das ein bisschen aus dem Kontext zu greifen, weil es dann einfach lustiger wirkt und mich ein bisschen lächerlicher darstellt. Bekommen, weil es ja auch so notwendig ist, dass du Instagram-DMs beantworten musst. Das mache ich dann so eine halbe Stunde lang. Danach frühstücke ich dann. Ah, frühstücken, ja, Bruder. Ganz ehrlich, würde ich auch frühstücken, würde ich auch Burnout bekommen. Und auch hier wieder greift das total aus dem Kontext, um mich einfach, ja, leider lächerlich darstellen zu lassen. Natürlich, ich weiß nicht, was seine Intention ist. Ich glaube nicht, dass Tonverändert jetzt einen Hass oder so auf mich schiebt, sondern er versucht natürlich mit den Videos von anderen Leuten Klicks zu generieren und ist halt so ein bisschen schwierig, aber dazu kommen wir später nochmal. Komm, boah, Junge, Alter, hör einfach auf zu frühstücken. Problem gelöst. Und in der Regel geht's für mich dann zur Uni oder ich mache eine Online-Vorlesung. Ja, genauso wie bei mir. Als nächstes drehe ich Videos. Genauso wie bei mir. Gehe ins Gym. Nicht genauso wie bei mir. Schneide die Videos, lade sie hoch, erstelle Stories. Was macht denn der auch, Digga? Der redet über so ein richtig ernsthaftes Thema. So irgendwie so, ja, wenn es so weitergeht, kriege ich Burnout und ich muss das machen und ich muss das machen. Während er sich sein Gesicht wäscht. Bro, das nächste Video, was ich aufnehme, mache ich auch einfach so. Yo, Leute, was geht? Yo, herzlich willkommen zu diesem extravaganten neuen Video. Heute wirklich ein sehr ernsthaftes Thema besprechen. Deswegen hört einem kurz zu. Ja, währenddessen, keine Ahnung, stelle ich mal so nebenbei mein Zimmer um. Ja, deswegen hört einfach zu, Digga. Bald habe ich so Burnout, wenn es so weitergeht. Weil ich muss jeden Tag meine Instagram-DMs beantworten. Oh, ist doch Quatsch, Digga. Sondern ich bin die ganze Zeit nur am Machen und in Bewegung sein. Ja, okay. Lasse Abis die ganze Zeit nur am was machen. Glaub, er muss eine Sache weglegen. Wenn ihr jetzt ein Studium hättet, Influencer seid, eine erfolgreiche Modebrand gerade am Aufbauen seid. Let's go! Welche Sache von den drei würdet ihr weglegen? Genau, die Uni. Ich werde nach einem Monat meinen Studiengang wechseln und dieser Schritt fällt mir auf jeden Fall nicht. So langsam erkenne ich tatsächlich ein Muster. Auch hier wieder werden so Dinge komplett aus dem Kontext gerissen, um es halt einfach so lustig darzustellen. Man muss dazu sagen, ich habe nicht mein Studium abgebrochen, weil es mir irgendwie total schlecht ging und ich emotional an eine Grenze gekommen bin und gar nicht mehr konnte. Das war nicht der Grund, warum ich mein Studium gewechselt habe. Und in diesem Video, was ihr euch ja eben gerade auch mit mir angeschaut habt, wird halt so suggeriert, mir geht's schlecht und jetzt muss ich überlegen, okay, was streiche ich davon raus, damit es mir besser geht? Ah, das Studium. Und das war halt gar nicht der Grund, warum ich ein Studium, also warum ich mein Studium abgebrochen habe. Nicht gleich. Merkt, es steht noch nicht alles zu 100% fest. Ich weiß noch nicht genau, an welcher Fernuni ich studieren werde. Der hat nicht mal ein Semester gepackt, er will Studiengang wechseln. Und warum will er es wechseln? Ja, komm, seht selber. Ich habe halt gemerkt, dass aufgrund dessen, dass ich eine Stunde hinfahren muss zur Uni, eine Stunde wieder zurückfahren muss, das ist ein kleiner Punkt von vielen, mir ein Fernstudium vielleicht ein bisschen mehr liegen würde. Bruder, er zieht doch extra für sein Studium in eine andere Stadt. Bro, nee, macht auf jeden Fall richtig. Und sei mir nicht böse, lieber Tonverändert. Ich weiß nicht, ob du das bewusst oder unbewusst machst, aber das, was du gerade in dem Video erzählt hast, sind halt absolute Fake News. Ich bin in Hamburg geboren, ich wohne, seitdem ich geboren wurde, in Hamburg. Bin in Hamburg zur Schule gegangen, habe in Hamburg mein Abitur gemacht, habe hier gewohnt, als ich mein Gap Year gemacht habe und bin innerhalb von Hamburg umgezogen. Also entweder du informierst dich einfach richtig scheiße oder du machst es bewusst, um mich einfach richtig lächerlich dastehen zu lassen. Und wenn es Zweiteres ist, dann muss ich sagen, würde ich echt nochmal drüber nachdenken, ob das so ein cooler Content ist, offensichtlich Fake News zu verbreiten, nur um eine andere Person schlecht dastehen zu lassen. Und wenn es Ersteres ist, du warst halt einfach uninformiert, finde ich, also hätte ich den Anspruch, wenn ich ein Video drehe zu einem Thema oder zu einer Person, dann hätte ich schon den Anspruch,
auch keine Fake News so zu verbreiten. Tatsächlich an dem ganzen Video wirklich extrem schade, dass hier offensichtlich eine falsche Information über mich verbreitet wird und dann so ausgeschlachtet wird. Und auf mich wird so mit dem Finger gezeigt, so hahaha, ne, what the fuck, erstmal so schnell, der hat noch nicht mal ein Semester durchgezogen, bricht sein Studium ab. Und dann wird halt noch dieses Argument oder, ne, nicht das Argument, sondern der Punkt aufgemacht, so ja, er ist doch extra nach Hamburg gezogen und jetzt macht er ein Fernstudium, macht doch gar keinen Sinn. Und natürlich würde das keinen Sinn machen oder wenig Sinn machen, sage ich mal mit Vorsicht, aber das war halt bei mir überhaupt nicht der Fall. Richtig viel Sinn, Digga. Macht so viel Sinn, Digga, dass ich extra für ein Studium in eine andere Stadt ziehe, aber dann trotzdem eine Stunde von meiner Uni entfernt bin. Ja, Bruder, dann hätte ich schon gleich zu Hause bleiben können, ganz ehrlich. Wenn dich das interessiert, folgt mir hier gerne auf Social Media, denn wie gesagt, ich möchte euch dabei mitnehmen. Wirklich, der Typ hat mal auch gegen mich ein Video gemacht, ja, und hat so gesagt, so hey, dein Content basiert nur auf andere Leute und ich bin ja so glücklich, also er hat das gesagt, dass er so glücklich ist, dass er eigenen Content hat. Bruder, was ist dein eigener Content? Dein Content ist dein Leben. Richtig, genau. Mein Content ist mein Leben. Also, erste eigene Wohnung. Früher war es das Abitur, was ich abgeschlossen habe. Meine Schülersprecherzeit. Ich bin Freizeitsportler, also ich spiele Fußball. Ich gehe ins Gym, versuche dort einen Progress mir aufzubauen oder mir zu erarbeiten. Und ich nehme euch mit durch verschiedene Lebensphasen, wie zum Beispiel erste Freundin, dann, dass wir uns getrennt haben, die Fehler in meiner ersten eigenen Beziehung. Wir sind wieder zusammengekommen und das ist einer von mehreren Gründen, warum mir Leute auch folgen. Das bekomme ich täglich geschrieben. Hey Lasse, total cool, dass du uns mit durch deinen Alltag nimmst. Und meine Aufgabe oder was heißt meine Aufgabe? Mein Ziel, das ich mir selbst gesetzt habe, ist, Leute damit zum Denken anzuregen, Leute zu inspirieren, eine Möglichkeit des Austausches zu bieten. Und ja, ich weiß, es gibt da draußen auch einige Leute, die sich über mich lustig machen, die finden, dass ich cringe bin, langweilig bin, ein NPC oder sonst was. Aber das ist mir völlig egal, denn am Ende zählt es, dass ich Leute mit meinen Videos, mit meinem Content erreiche und selbst wenn es nur, weiß ich nicht, 100 Leute sind, die ich dadurch begeistern kann und motivieren kann, finde ich, kann ich ins Bett gehen und sagen, hey, das war ein richtig guter Tag, es war ein cooler Content-Tag, du hast Leute erreicht, die du auch inspiriert hast. Und eine Sache möchte ich auf jeden Fall aber noch erwähnen. Es stimmt, ja, ich habe mal zu Ton verändert ein Video gedreht, wo ich halt auch deutlich gesagt habe, so hey, ich finde es nicht cool, dass man Videos dreht, wo man sich offensichtlich über Leute lustig macht. Natürlich, jetzt sagen ganz viele von euch, ja, das ist doch Humor. Aber ganz ehrlich, Humor hat auch in Teilen seine Grenzen. Und wenn man halt bewusst oder unbewusst Fake News über eine Person verbreitet, um dann so einen lustigen Moment zu kreieren, weiß ich nicht, ob das jetzt so der coole Content ist. Und daher bin ich sehr glücklich, dass ich mit meinem Content nicht irgendwie andere Leute vielleicht verletze oder schädige, was er zum Teil mit seinem Content leider tut. Und ich glaube, das weiß er auch, aber das scheint in dem Fall egal zu sein, weil man das ja so unter Humor abstempeln kann. Bro, mies spannend, Digga. Imagine einfach, ich filme mich in der Uni. Yo, Leute, ich gehe heute in die Uni. Wer will denn so einen sehen? Also jetzt bei mir. Lasse war mal so ein TikToker, den habe ich mir echt gerne reingezogen, weil das war echt unterhaltsam. Er nimmt alle Regeln ernst, er macht nur so, für ihn gibt es kein irgendwie so, ey, heute mal nicht diese Regel machen, heute mal diese Regel brechen. Das ist halt wirklich der Vorzeigeschwiegersohn, weißt du, wie ich meine? Und die Kommentare bei ihm sind immer pures Gold, aber manchmal blicke ich den Typen einfach nicht. Das war es auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Friday, Saturday oder auch. Ich sitze jetzt hier schon so ein, zwei Minuten und überlege, wie ich ein passendes Fazit äußern kann zu dem Video. Denn natürlich muss man das auch einordnen. Er ist ein YouTuber, der humorvolle, lustige Videos dreht. Und auch ich musste wirklich ein paar Mal schmunzeln. Das muss man ihm lassen. Die Musik, die er da eingefügt hat, zum Teil war echt sehr lustig. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass, wenn man schon Videos zum Teil ja auch wirklich gegen andere Personen macht, um die so ein bisschen lächerlich dastehen zu lassen, dass man sich vielleicht wirklich ein bisschen besser informiert. Also gerade so mit dem Studium, dass ich extra in eine andere Stadt gezogen bin, was halt de facto einfach überhaupt nicht stimmt. Und das ist auch nicht schwer irgendwie, das herauszufinden. Von daher ist das ein bisschen schade. Ich glaube, Ton verändert und ich werden wahrscheinlich nie beste Freunde werden. Aber ich habe jetzt keine Lust oder ich habe kein Interesse daran, hier irgendwie ein Internet-Beef anzufangen. Aber mir war es wichtig, mich dazu zu äußern, denn dort
äußert sich ja eine Person wirklich sehr ausführlich über meine Entscheidung, über Allmann-Style auch, über die Marke, die ich jetzt rausgebracht habe. Und ich finde, es ist dann schon mein gutes Recht und ich habe auch das Bedürfnis gehabt, mich dazu zu äußern. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, wie ihr das Video fandet, ob ihr vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle wie ich schmunzeln konntet und wie ihr dieses Format auch fandet, dass ich quasi auf eine Sache reagiere. Wenn ihr das interessant findet, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und das war's auch schon mit diesem YouTube-Video. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.